Morgen, liebe Radfreunde. Stehe hier in Senden auf einem Parkplatz kostenfrei und wollte von hier eine kleine Rundtour durchs Münsterland starten. Aber erstmal heißt es das Fahrrad abpacken, denn das befindet sich noch über mir auf dem Dach. Also, bis gleich. Ja, so sieht es von hinten aus. Sieht sogar noch besser aus als von vorne. So, jetzt habe ich den Dortmund-Ems-Kanal erreicht. Aber da geht es nur ein paar hundert Meter dran entlang. Und der geht schon wieder rechts ab. Knapp 18 Grad. Ist eigentlich schön zum Fahrradfahren, nicht zu heiß. Das sind so die typischen Komoot-Wege. Ich hoffe, das geht nicht allzu lange. So, da kommt schon wieder Asphalt. Waren so ungefähr 300, 400 Meter nur. Endlich wieder Ruhe. So, jetzt geht es mal für 800 Meter an einer sehr wenig befahrenen Landstraße entlang. Bis jetzt noch kein Auto gekommen. Aber das passiert meistens dann, wenn man sagt. Habe ich nicht gesagt. Dann bleiben mehrere. Aber das ist meistens so. Kaum hat man es ausgesprochen, kommen die Autos. Aber ist schon gleich wieder vorbei. Dann geht es wieder rechts ab. Und weg von der Straße.
sagen, das sind die Wege, die ich liebe. Schön einsam gelegen. Da war noch so eine kleine Schutzhütte, wo man sich unterkriechen kann, falls es mal regnet. Oder man sich was zu essen machen will. Das ist prima hier. Das Münsterland ist immer wieder schön. So, wie man sieht, nach getaner Arbeit sitzen die Bauern auch schon mal vorm Haus auf der Bank und gönnen sich ein schönes Kaltgetränk. Ist das nicht prima? Tja, da geht doch vor mir die Schranke zu. Ich hoffe, es dauert nicht allzu lange. Denn weder links noch rechts ist schon Zug zu sehen. Und auch nichts zu hören. Bis auf den Trecker, der weit hinter mir fährt. So, komm jetzt nach Appelhülsen rein. Aber auch das streife ich nur am Rande. Jetzt kommt da noch ein Auto entgegen, natürlich ein LKW. So, jetzt wird so langsam etwas hügeliger. Da muss ich gleich hoch so ein bisschen. Aber ich glaube, das ist nicht allzu viel. Das hält sich doch alles im Rahmen. Aber wer meint, das Münsterland sei nur flach, der sieht sich lausig getäuscht, wenn er mal da durchfährt. Da gibt es einige Ecken, die sind richtig hügelig. Keine Berge, aber doch einige unangenehme Steigungen dabei manchmal. So, dann kommt trinken, geht's da weiter. Mal so ein bisschen zur Orientierung. Ich hoffe, ihr könnt die Schilder lesen. Steht leider kein Knotenpunkt dabei. Also geradeaus würde es weitergehen Richtung Notteln. Aus Richtung Sennen komme ich. Jetzt muss ich hier rechts ab Richtung Münster fahren. Das ist auch so ein komischer Radweg, aber kann ich von hier nicht entziffern. Mal gucken. So eine Runde Münster-Touristik. Und rechts das Grüne, was da so brechlich ist, ist die Sandsteinroute. Kenne ich auch nicht. Habe ich auch noch nicht gehört. Naja, fahren wir da immer lang.
Schabditten, Gemeinde Nottun. Puh, das ging es über guten Kilometer bergauf. Nicht viel, so 4-5%, aber stetig. Jetzt müsste ich oben sein. Ja, kurz hinter Schabditten. Ein schöner Turm. Mit seiner Kirche dabei. Und eine Baustelle noch. So, aber ich muss weiter. Ist das nicht prima? Eine nagelneue Straße, nur für mich. Wenn der Gegenwind nicht wäre, könnte man richtig schön Kilometer machen hier. Dafür ist der Radweg nebenan noch nicht gemacht. Das ist eine Puckelpiste vom Feinsten. Die ganzen Wurzeln von den Bäumen, die drücken den Fahrradweg hoch. So, nach gut 5 Kilometer war meine Privatstraße zu Ende. Da ging es jetzt wieder rechts ab. Über die Dörfer, hätte ich bald gesagt. Nein, über die Bauernschaften oder wie sie das hier schimpft. So, auch mal ein paar hundert Meter Schotter ist dabei. Ich habe zwar kein Schotterbike, beziehungsweise Gravelbike nennt sich das ja jetzt. Aber mit meinem umgebauten Mountainbike ist das kein Problem hier. Entweder wird der Weg schmaler oder die Bäume werden dicker. Hier rechts von mir, da war wohl mal ein Bach, aber es ist schon länger her. Denn da ist kein Wasser mehr drin. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich lang muss. Da muss ich lang. Albachten. Ja, und wieder eine schöne, richtig geile Fahrradstraße gefunden. Die sieht richtig frisch geteert aus. Die ist aber nicht allzu alt. Da macht das natürlich Spaß. Komisch, kaum sagt man sowas,
Schon ist es zu Ende. Aber die ist ja auch noch gut hier. Man kann sich nicht beklagen. Das ist doch mal ein schönes großes Windrad. Hauptstraße neben mir, dahinter die Autobahn. Und dahinter das Windrad. Grausig Krach hier. Wacker weg hier. Es geht gleich links ab wieder über die Felder. So, links habe ich am Rande gestreift. Das ist so ein Industriegebiet. Jetzt fähre ich gerade wieder den Lopp- und Ems-Kanal. Richtig schöner frischer Wind hier oben drauf auf der Brücke. Das ist doch mal ein schöner Pausenplatz. Kann man sich aussuchen. Entweder unterm Dach im Schatten. Oder da auf der Bänke in der Sonne. Wunderbar. Aber lass mal eine Pause machen. Ah, das ist herrlich. Ja, das habe ich gerade in der Nachricht bekommen vom Andi, vom Kanal Andi MTB und Tour. Der wollte eigentlich nächste Woche bei mir vorbeikommen, weil er wäre mit dem Harry vom Kanal Harry Radelt auf einer Radreise gewesen auf der Römer-Lippe-Route. Und die führt 50 Meter bei mir vorbei. Da wollten sie bei mir ein Erfrischungsgetränk nehmen, so ein hopfenhaltiges. Vielleicht eine schöne Bratwurst essen. Und ja, er ist beim Laufen wohl umgeknickt und hat sich wohl das Außenband gerissen oder angerissen. Andi, auf diesem Wege gute Besserung. Sieh zu, dass du schnell wieder fit bist. Das wird ein paar Wochen dauern. Aber jetzt weiß ich ja nicht, ob der Harry jetzt alleine fährt. Wird er wohl, so wie der Andi das sagte, wird er wohl alleine fahren. Ob der dann bei mir vorbeikommt, müssen wir mal schauen. Wenn, dann hänge ich es noch hier eventuell hinten mit dran am Video oder am neuen Video. Schauen wir mal, was sich ergibt. Ist zwar schade, dass es nicht klappt, aber man kann jetzt nichts machen. Man steckt nicht drin. Das passiert nochmal. So. Als nächstes habe ich dann heute mal die Navigation mal wieder mit einer Wiki gemacht. Das hatte ich ganz zu Anfang schon mal gehabt. Bin dann aber davon abgekommen, weil das da mit den Offline-Karten unheimlich Probleme gab. Und bin dann auf Komoot gewechselt. Und jetzt soll das angeblich bei einer Wiki wieder besser geworden sein. Und das habe ich heute mal ausprobiert. Und muss sagen, ich bin damit auch zufrieden. Macht alles, was es soll. Auch die Offline-Karten laden unheimlich schnell jetzt. Kann man also nicht meckern. Mal schauen, ich werde mal sehen, wenn ich das Video beendet habe, wie das ausschaut. Ob ich dann wieder wechsle auf Komoot oder bei einer Wiki bleibe. Oder mal da und mal da, je nachdem, wie ich Lust habe. So, aber erstmal in Ruhe Pause genießen. Bis gleich unterwegs. Here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable.
So, jetzt geht's Richtung Davensberg ein Stück. Ich muss sagen, die Radwege heute überwiegend super. Daumen hoch dafür. Ganz, ganz wenige Ausnahmen. Wie da an der einen Stelle, wo die Straße neu gemacht wurde, wo der Fahrradweg noch ein bisschen miserabel war. Durch die Wurzeln, die der Fahrbahndecke hochgedrückt haben. Aber ansonsten alles top. So, dann nochmal was in eigener Sache. Ich möchte mich mal bei all meinen alten und neuen Abonnenten bedanken für die kräftige Unterstützung, für die schönen, tollen Kommentare. Sind momentan aktueller Stand 222. Das ist eine Schnapszahl, ich habe aber keinen bei. Also nochmal vielen, vielen Dank. Das ist wirklich toll. Auch wenn man die ganzen Kommentare liest, das spornt auch richtig an, weiterzumachen. So, ich habe jetzt noch 9 Kilometer bis nach Senden, wo mein Auto steht. Komme ich heute jetzt zum Früh nach Hause. Wir sind nämlich noch zum Grillen eingeladen auf einen Geburtstag im kleinen Kreis. Da darf ich heute Abend nicht zu spät kommen. Aber die letzten Kilometer bei der Strecke, bei dem Fahrradweg, geht da ruckzuck rum. Sie haben ihre eigene Haltestelle hier. So, ich bin jetzt jeden Moment wieder am Auto. Ich möchte mich schon mal von euch verabschieden. Ich weiß nicht, wie voll das da gleich ist. Und schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Könnt auch gerne meinen Kanal abonnieren, würde mich auch darüber freuen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Also, macht's gut. Tschüss. So, und nochmal eine Querung des Dorp- und Ems-Kanals. So, da sind wir wieder. Hallo liebe Radfreunde, wir haben jetzt ungefähr eine Woche später als die Aufnahmen, die ihr gerade gesehen habt. Und
Da habe ich noch eine Fliege verschluckt. Puh. Also, wir haben jetzt ungefähr eine Woche später als die Aufnahmen, die ihr gerade gesehen habt. Und ich bin auf dem Weg in Richtung Hamm, um den Harry vom Kanal Harry Radelt entgegenzufahren, der auf der Römer Radroute unterwegs ist. Eigentlich wären die ja zu dritt unterwegs, mit dem Andi und dem Lutz. Aber die sind wohl beide krank geworden. Von mir aus hier gute Besserung euch beiden. Und darum bin ich entgegengefahren oder fahre ich ihm entgegen, um ein Stück des Weges zu begleiten. So, da bin ich alles täuscht. Ist das der Harry, der da vorne steht? Wird aber keine Panne haben. Was ist er? Seine roten Taschen und eine rote Jacke. Wo ist Harry? Da ist er! Grüß dich, Harry. Das sieht doch richtig toll aus. So, jetzt sind wir bei mir angekommen. Ich habe den Harry aufgegabelt. Und wen treffen wir da noch unterwegs? Den Jörg, den Gravelrider. Ja, haben wir eine prima Runde zusammen. Und das ist den Harry seine Übernachtung für heute Nacht. Hier in der Hütte wird wieder weich schlafen. Und ich hoffe, schön in Ruhe. So, aber wir lassen uns jetzt nicht weiter stören. Wir werden erstmal ein kleines Bierchen nehmen. Also, macht's gut. So, der Esel ist gepackt. Harry macht sich jetzt so langsam wieder auf den Heimweg. Ich werde ihn noch ein Stück begleiten. Hab mich gefreut, dass du da gewesen bist, Harry. Ja, toll. Hat mich wunderbar. Sehr gefreut, dass ich da sein durfte. Und vielen Dank für das Quartier heute Nacht. Nicht zu danken. Hab super geschlafen. Das der Service gut. War perfekt. Wunderbar. Werde ich weiterempfehlen. Gut, kannst du gerne machen. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, lass uns los. Ja, machen wir. Okay. So, hier trennen sich unsere Wege. Harry fährt da jetzt geradeaus weiter. Ich habe ihn bis kurz hinter Lüden begleitet. Und ich mache mich dann wieder auf den Heimweg. Waren zwei tolle Tage mit ihm. Und nicht nur mit ihm, auch Dirk war mit dabei, mein Kumpel. Dann kam noch Jörg, der Gravelrider aus Dortmund hinzu. War gestern ein schöner Abend. Heute Morgen schön mit Harry gefrühstückt und ihn noch ein Stück des Weges begleitet.